Mir gut geht. Ich bin inzwischen der Meinung, wir haben es verdient, dass es uns gut geht, weil wir sind. Nicht weil wir tun, sondern weil wir da sind, haben wir es schon verdient. Und das andere sind alles nur Mechanismen gewesen, die uns eben manipuliert haben, damit wir nicht in unsere Größe gehen, wo wir jetzt gerade dabei sind, in einem massiven Schub nach vorne zu gehen und zu erkennen, wer wir wirklich sind. Und das Interessante ist ja noch, dass bei diesem, wenn es kommt, es eine Wahrscheinlichkeitsform gibt, wo das Elektron wieder in Erscheinung tritt. Und wir haben festgestellt, dass es am Betrachter liegt. Wenn der Betrachter denkt, hier erscheint es, dann erscheint es hier. Und wenn der Betrachter denkt, hier erscheint es, dann erscheint es hier. Einmal als plumpes Beispiel, wenn man sagt, wenn es hier erscheint, wird es ein Stuhl. Und wenn es hier erscheint, dann wird es ein Tisch. Also wir haben schon diese Schöpferqualitäten, diese Schöpferfähigkeiten in uns und wir nutzen die auch mehr oder weniger, meistens noch weniger. Und jetzt sind wir in der Zeit, Bist du sicher? ja, meistens noch weniger, Also, bewusste wer Schöpfung. glaubt, dass das Leben schwer ist und nur alles im Schweiße seines Angesichts ist, dessen Gedanken erfüllen sich doch. Ja, da, genau. Bloß ob er es wirklich will, ist die andere Frage. Ja. Ja, genau, was er wirklich in sich wünscht, ist was anderes. Ja. Und das Geld ist für mich jetzt im Grunde genommen die Möglichkeit, dass ganz viele Menschen über das Geld, weil das zwingend ist, weil das so notwendig ist, weil unser System immer noch aufs Geld aufbaut, hinschauen müssen, warum kommt es denn nicht mehr das Geld? Und ich bin jetzt auch durch eine Phase durch, von einem sehr guten Verdienst ganz runter, wo ich einmal ganz schwer fast nichts verdient habe und dann begonnen habe, eben bestimmte Dinge anzuwenden. Und ich merke jetzt gerade so im letzten Vierteljahr, im letzten halben Jahr, Vierteljahr, dass ganz viele Dinge geschehen. Ich tue es nicht mehr, die geschehen und es läuft mir zu. Und inzwischen auch das Geld wieder. Und dann denke ich mir, das ist ja spannend, was ich früher nur wirklich mal locht habe, kommt jetzt plötzlich. Und ich habe eben bestimmte Mechanismen oder bestimmte Gesetzmäßigkeiten erkannt. Und die möchte ich euch jetzt nur so als Überblick geben zu den Übungen. Das haben wir heute dann nicht mehr die Zeit. Also das ist einmal die Grundlage. Es gibt diesen Geist. Wir sind alle diese Geistwesen, wie alles aus Geist entsteht, wir auch. Und wir haben eine bestimmte Funktion hier auf der Erde als Mensch. Und zwar, wenn man sagt, das ist der Himmel, also der Geist, und das ist die Erde. Dann ist der Mensch im Grunde genommen der Verbinder, der die Energien runtertransportiert, runtertransformiert, damit unser Planet wieder, momentan ist es ja nicht, wieder als in Anführungszeichen Paradies erscheinen kann. Unserem Planeten geht es auf vielen Ebenen nicht gut. Und ihm geht es deshalb nicht gut, weil wir unseren Job nicht gemacht haben in der Vergangenheit. Und wenn wir ihn gemacht haben, dann haben wir ihn nicht besonders fürsorglich oder nicht besonders, ja, erfolgreich gemacht. Denn wir haben es eben nicht geschafft in der Vergangenheit, diese Energie durch uns frei fließen zu lassen. Vielleicht einmal ein Rinnsal, vielleicht einmal ein bisschen ein größeres Rinnsal, aber das war es dann meistens schon. Aber der Planet lebt auf Dauer davon, dass er von uns mit dieser Energie versorgt wird. Wir sind diejenigen, die die Schöpferqualitäten in uns tragen. Das wurde auch in den alten Büchern immer wieder mal geschrieben. Es ist nicht der Planet, der schöpft. Ich stelle mir das so vor wie mit dem Computer. Wir sind der Programmierer. Der Computer kann nur das machen, was von uns programmiert wurde. Die Erde funktioniert jetzt halt so im Programm, wie wir ihn oder sie programmiert haben. Mit allen Begleiterscheinungen, die wir momentan sehen. Also das einmal als Grundlage. Unser Job ist es, den Himmel auf die Erde zu bringen, ganz banal gesagt. Den Himmel auf die Erde zu bringen bedeutet, die hohe Energie in unser System einfließen zu lassen, zu transformieren und dann passiert es schon. Alleine weil wir diese Energie dann in uns sind, passiert das schon. Da müssen wir jetzt nichts tun. Also ich glaube nicht, und ich habe jetzt nicht die Erfahrung gemacht, dass wir jetzt da bestimmte große Dinge aufführen müssen. Es reicht schon, wenn wir uns bewusst sind, wer wir sind und es möglichst frei fließen lassen, was ja unsere größte Herausforderung ist. Sind wir beim gleichen Thema, was wir vorhin gehabt haben, dass eben unsere ganzen Schlacken, die noch in uns drin sind, unsere alten Programme, unsere alten Muster, erst einmal dagegen stehen.
Und diese Programme kommen heute jetzt bei allen möglichen Leuten oder sind ja schon gekommen in der letzten Zeit. Und es sind dann genau die Auswirkungen, jetzt sind wir wieder beim gleichen Thema, Krankheit, Geld, Armut, also dass das Geld eben nicht mehr gut fließt, dass mit dem Beruf nicht funktioniert, dass mit der Beziehung irgendwelche Probleme gibt, weil das halt Dinge sind, die gelöst werden wollen, die geheilt werden wollen. Und jetzt sind ganz viele Menschen schon, ich glaube, ein gutes Stück durch diesen Prozess. Und jetzt wird es immer leichter. Und beim Geld drückt sich es halt am schnellsten oder am einfachsten aus. Also im Grunde genommen geht es genau darum, diese Verbindung wiederherzustellen. Und da gibt es jetzt drei kritische Punkte, damit diese Verbindung auch läuft. Ich habe als Kind mal eine Carrera-Rennbahn geschenkt bekommen und der eine oder andere vielleicht auch. Und wie ist denn das, wenn man damit spielt? Am Anfang läuft das Auto recht gut und irgendwann geht es nicht mehr. Bei der elektrischen Eisenbahn ist es ähnlich. Was ist der Punkt? Warum hört es dann auf? Warum funktioniert es immer so gut? Wer weiß es? Der Strom, die Energie fließt nicht mehr. Die Energie fließt nicht mehr. Und zwar, der kritische Punkt ist immer der Übergang. Also da, wo die beiden Dinge aufeinander gehen. Da, wo die Bahn ist und wo das Auto ist. Da gibt es ja diese Kohleabnehmer bei der Carrera-Bahn. Und das ist der kritische Punkt. Das heißt, der Übergangswiderstand entscheidet, ob das Ding läuft oder nicht läuft. Und ich kann die Spannung da vorne erhöhen, wie ich möchte an meinem Trafo. Wenn da unten nur Staub ist, dann geht nichts weiter. Und das ist auch ein Prinzip, was ich erfahren habe aus der früheren Geschichte. Viele glauben ja, man muss nur, wenn wir jetzt einmal sagen, das wäre Plus und das wäre Minus, damit das gut läuft, man muss bloß die Spannung erhöhen. Man muss bloß die Energie erhöhen, man muss bloß die Motivation erhöhen, dann läuft das Ganze schon. Und ich habe festgestellt, ja, das ist ja eh schon alles da. Wir brauchen doch nicht diesen Geist, der in kompletter Fülle vorhanden ist, den brauchen wir nicht nur vergrößern. Es ist ja alles da. Es geht nur darum, die Widerstände zu minimieren, rauszufinden, wo hakt es denn gerade und nur, genau. Ja, meistens ist es ja gar nicht so schwer, weil das Leben zeigt es uns ja relativ schnell und relativ deutlich. Nur der schwierige Punkt ist dann die Umsetzung. Und die Umsetzung bedeutet eigentlich etwas, was uns Menschen, ich weiß nicht mehr, wann das war, ich habe das auch noch nicht so lange erfahren, vielleicht auch so ein Vierteljahr oder irgend sowas, wo ich verstanden habe, was es wirklich bedeutet, loszulassen. Weil es geht ja jetzt genau um dieses Loslassen. Wenn wir sagen, wir befinden uns in dieser Realität hier, sagen wir diese Dreidimensionalität, und wir wissen, wir gehen hier in die nächste Ebene, in die fünfte. Und wie kommen wir jetzt? Wir gehen ja nicht in einen anderen Ort, sondern wir erweitern uns ja bloß. Und für mich ist das so wie so eine Membran. Dass hier irgendwo immer kleine Löcher sind, wo wir durchkommen. Das Problem ist bloß, wenn wir jetzt hier unseren Sack an Glaubenssätzen haben, die uns nicht dienlich sind, dann kommen wir mit dem Sack der Glaubenssätze nicht durch. Und jetzt gibt uns Leben links und rechts, das sagt, schau doch hin, und dann sagt es, gib ihn doch ab. Lass ihn doch los. Und dann kommt, ja, ich kann ja nicht loslassen, weil ich muss ja Geld verdienen. Und das, also diese Phase, die kenne ich so gut, da sage ich, ja klar, ich weiß, ich sollte das jetzt nicht tun, aber ich muss doch leben. Ich brauche doch ein Geld für den nächsten Monat und es muss doch irgendwie weitergeben. Und da ist wirklich dieses, es gibt zwei Begriffe für mich, die ganz, ganz wichtig sind. Das eine ist loslassen, was man auch anders definieren kann, das Losbelassen. Das heißt akzeptieren. Loslassen und akzeptieren sind ganz, ganz nahe beieinander. Denn ich glaube, ich kann erst dann loslassen, wenn ich akzeptiere, dass ich den Sack mit mir rumtrage. Das ist der schwerste Schritt meiner Meinung nach. Und wenn ich verstehe, dass es mein Sack ist und nicht der Sack der Gesellschaft oder der Politik, haben wir vorhin gehabt, oder wessen Sack auch immer, sondern dass es wirklich mein Sack ist. Und dass ich dann in der Lage bin, aus freien Stücken dieses Thema loszulassen. Und das Zweite,
und das habe ich gelernt, ist das Thema Vertrauen. Ohne dieses Ursprungsvertrauen, dieses Urvertrauen, sage ich immer dazu, ist es wahrscheinlich sehr, sehr schwer loszulassen. Wirklich zu springen, ohne zu wissen, was passiert. Und das merke ich, das ist die neue Zeit. Wenn wir früher in einer Zeit gelebt haben, wo es linear relativ klar absehbar war, wenn ich das mache, kommt das und wenn ich das mache, kommt das, das war alles relativ gut planbar. Und jetzt haben wir festgestellt, okay, wenn ich das mache, dann streut es, dann kann alles Mögliche passieren. Aber ich brauche bloß, ich brauche dieses Vertrauen, dass mir nichts Schlimmes passiert. Und es kann mir nichts Schlimmes passieren, weil wir ja Geist sind. Selbst wenn ich hier auf diesem Planeten, den Planeten als körperliche Erscheinung verlassen würde, bin ich ja nicht weg vom Fenster. Ich existiere weiterhin in meiner Ganzheit dann wieder. Das heißt, es kann mir nie irgendetwas passieren, weil wir ja Geist sind. Und selbst wenn es hier zu Ende geht, dann ist es heute halt in einem Durchgang wieder mal vorbei gewesen und dann machen wir den nächsten Durchgang. Aber es wird ja nicht mehr so schnell passieren, weil wir jetzt ganz andere Voraussetzungen haben. Die Energien um uns herum, die Schwingungen haben sich verändert, haben sich erhöht. Und darum funktionieren ja auch, jetzt muss ich zurück zum Geld, gell? Darum funktionieren ja auch viele Dinge im Geldbereich nicht mehr, wie sie früher funktioniert haben, weil wir andere Voraussetzungen haben. Es ist wie, wenn das Wasser beginnt zu brodeln, dann spritzt es immer mehr raus und dann kommt immer mehr an die Oberfläche und das erleben wir gerade. Also es braucht dieses bewusste Loslassen und ich sage dazu auch nochmal abgeben. Ich habe die Erfahrung gemacht, wir müssen es nicht alleine tun. Überhaupt nicht. Es ist viel, viel einfacher. Wir brauchen bloß die Absicht äußern. Und wirklich nur die Absicht haben und dann aber wirklich auch loslassen. Wir sagen, okay, ich habe die Absicht, ich gehe jetzt darüber. Ich sehe es noch nicht da hinten, aber ich sage, ja, komm mal her, dann lasse ich los. Aber so funktioniert das Leben nicht. Ich habe jetzt wirklich in diesen letzten Jahren immer festgestellt, ich musste erst loslassen. Und teilweise waren 2, 3 Tage später schon das Neue in viel einfacherer, viel schönerer Form da. Das ist die neue Zeit. Und so funktioniert auch Geld verdienen in der Zukunft. So funktioniert das Geld überhaupt. Jetzt hängen wir so fest am Geld und sagen, ja, ich lasse nicht los, aber ich möchte schon ein bisschen mehr Geld da vorne. Und das Geld da vorne sagt, ja, du kriegst das schon. Komm, komm. Und erst wenn wir bereit sind, wirklich abzugeben, dann funktioniert. Und es sind diese, es ist ja nichts Neues, aber es kommt halt jetzt deutlicher in Erscheinung. Also diese 3 Begriffe sind für mich eine der wesentlichsten Begriffe für den Geldfluss der neuen Zeit. Denn Geld wird nicht mehr mit Tun verdient. Geld wird in Zukunft mit Sein verdient. Und das, wir sind heute noch nicht drin. Und darum sagen ja viele, die begonnen haben, den neuen Weg zu beschreiten, ja schon, aber es funktioniert ja nicht. Und es funktioniert deshalb nicht, weil dann, wenn wir akzeptieren würden, das gehört dazu, diese Phase, und wenn wir dann, wenn diese Sorgen, wenn diese Zweifel in uns kommen, ich habe einmal gehört, der eine oder andere hat sowas in dieser Phase, dann gehen wir wieder zurück. Dann beginnen wir praktisch mit jedem Zweifel wieder von vorne. Das ist so praktisch, gehen sie auf los, ins Gefängnis, aber nicht über los, und dann sind wir wieder da und beginnen wieder den Weg neu. Oder wie der Pilot, der Vollgas gibt und kurz bevor er abhebt, kriegt er Angst, jetzt muss ich abbremsen. Und dann muss er wieder zurück und wieder. Und darum dauert es bei manchen von uns so lange. Und was können wir tun, wenn die Sorgen kommen? Die haben wir ja alle, die sind ja da. Gell? Und das Wichtigste für mich ist es dann immer wieder zu akzeptieren, jetzt kommt die Sorge wieder. Zu sagen, okay, jetzt ist die Sorge da, wenn ich jetzt dabei bleibe, wenn ich das bewerte, was gerade passiert ist, dann gehe ich wieder zurück. Was ist denn meine Absicht? Und ich kann nur einen Gedanken zur gleichen Zeit denken. Entweder ich denke an die Sorge oder ich denke an meine Absicht.
Und wenn ich an die Absicht denke, dann bin ich ja schon wieder da, wo ich hin möchte. Das heißt, es führt mich schon den Weg wieder weiter. Und das ist Disziplin. Wir sagen es immer wieder, Disziplin, Disziplin, Disziplin. Aber es ist nicht die Disziplin gemeint, so wie wir das früher gemacht haben, mit einem Zeitplan hier und das ganz exakt und das ganz exakt, sondern Disziplin bedeutet wirklich ganz straight im Hier und Jetzt zu sein und ganz klar wahrzunehmen, was passiert gerade mit mir, was fühle ich gerade, was nehme ich gerade wahr. Das ist Disziplin. Und dann die Gedanken in die Richtung zu lenken, wo wir hinwollen. Das ist das Schöpfertum in uns. Ja, aber da redet sich ein Mann wieder leichter. Logisch. Ja, weil er nicht so emotional ist. Emotionalität hat doch immer was mit Bewertung zu tun, nach meiner Erfahrung. Sehr interessant, dass es schon einen Unterschied zwischen Emotion und Gefühl gibt. Denn Emotion, Gefühl ist so der Ursprung. Das, was wir wirklich fühlen. Und Emotion ist das, was wir daraus machen. Was die Frauen sind, die sind intuitiver mit Masse. Also das ist dann eine Erleichterung eher als für uns Männer, weil wir immer ganz viel, also die Masse der Männer, ganz viel vom Verstand an bestimmte Dinge rangingen. Aber wenn der Verstand, sage ich mal, auf dieser Ebene schwingt und da oben das Leben sich abspielt, dann hilft uns der Verstand da herunten nichts. Sondern da oben ist die Intuition, die uns hilft. Und darum ist es, glaube ich, für die Frauen jetzt gerade viel, viel leichter in der Zeit. Und darum gibt es ja mehr Frauen, die sich dem neuen Thema öffnen, als es uns paar wenigen Männern hier gibt. Aber disziplinierter umzuschalten. Disziplinierter umzuschalten. Wir Männer? Das stimmt, genau. Ja. Einen Vorteil müssen wir auch haben, oder? Ja, dann können wir es ja bündeln und fast für beide. Das war ja das ist ein guter Ansatz, bündeln, aber es geht um das Bündeln in uns, um unseren männlichen und unseren weiblichen Anteil.